Leute, wir haben jetzt Stress. Hilfe. Wir saßen gerade beim Frühstück und haben der Klinik heute früh geschrieben, denn... Bubu, du machst Radau. Denn heute ist es soweit, wir... Ja, jetzt. Wir haben den konstanten Smiley. Und das heißt für uns, wir gehen zur Klinik. Wir gucken jetzt. Ja, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt gucken. Los, guck jetzt. Oh Mann, ich dachte, da kommt doch ein Plus. Oh Mann. Oh, ehrlich. Oh mein Gott, ich hab gedacht, dass es vielleicht doch eins ist. Das war dumm von mir. Ich hab's irgendwie auch gedacht. Aber hier steht, falls es vielleicht zu früh ist, kann es sein, dass sie trotzdem schwanger sind. Da die Hormonkonzentration in der Frühschwangerschaft schnell ansteigt. Ich hab's doch ein bisschen gedacht. Ich hab's auch gedacht. Aber ist nicht schlimm. Aber kann sich das jetzt noch ändern? Mhm. Aber wir gucken noch mal, oder? Ja, können wir, aber es bringt nichts. Was hast du denn gemacht? Ich hab gerade einen Riesentest gemacht und mein Sack ist gerade auf. Warum machst du denn sowas? Warum machst du denn sowas? Ich bin schwanger. So Leute, ich bin jetzt auf dem Parkplatz vom Frontarzt. Also erstmal muss ich richtig durch auf Pipi gehen und zweitens bin ich sehr, sehr aufgeregt. Ich war ja vor, wann war ich das da? 2 Tage, nachdem wir den positiven Schwangerschaftstest hatten, weil ich ja so dolle Brustschmerzen hatte, wurde aber nichts gemacht, da hat sie mir eine Creme mitgegeben, so eine Progesteroncreme. Das aber wieder abgenommen hat, habe ich die dann nicht benutzt. Das war dann irgendwie voll unnötig, aber sie hat nichts weiter gemacht oder gesagt. Und deswegen ist heute auch wirklich der erste richtige Termin, weil letztes Mal, das war ja nichts, da hat sie einfach nur so ein bisschen abgetastet und geguckt, ob alles okay ist. Ich bin so aufgeregt, ich habe so Angst, ob ich da jetzt gleich traurig wieder rauskomme, glücklich bin oder immer noch total unsicher. Wenn man so einen schweren Prozess irgendwie hinter sich hat, so ein Versteckspiel, merkst du einfach, dass du dir sicher bist. Wir sind die Vanessa und die Ina und wir sind seit bald 3 Jahren ein Paar. Hi ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Wir waren ja dann verlobt und dachten wir so, ja jetzt langsam könnten wir auch heiraten. Also der 5.6. ist das Standesamt und der 16.8. ist die große Hochzeit. Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verheiratet. Wir sind Vanessa und Ina und wir sind schwanger. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh.
so toll. Du hast das ganz toll gemacht, mein Schatz. Du hast es geschafft. Du warst so tapfer. Du hast das ganz toll gemacht. Richtig toll, wirklich. Du kannst so stolz auf dich sein. Und Ina wird so stolz auf dich sein. Wir sind alle mega stolz auf dich. Das hast du ganz toll gemacht. Und du bist jetzt Mama. Ja. Und ich bin Oma. Genau. Und Ina ist auch Mama. Ja, und Ina ist auch Mama. Ich will dann zwei ganz tolle Mamas sein. Total.